Ja, Junge, jetzt beginnen wir. Jachen, 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 stopp. En nu? Vorfreude, hoe zeg je dat in Nederlands? Voorpret. Voorpret, ja. Voorpret, ja. Voorpret. Ja, omdat ik de mensen heb gezien en alle enthousiast geweest. Niet qua mijn persoon, maar qua ook nieuwe seizoen. Heel open. Altijd een grimlach gezien in de gezichten van de mensen. En dan heb ik natuurlijk ook me wel gevoeld. Als ik me wel voel, dan maak ik ook een rapje. En ook, dat was echt ook de grote persconferentie op, in het stadion. Nee, noch nicht. Es sind nicht so viele Menschen da, das kann ich tun. Was ich tun? Frank Wormuth? Ja. Hallo? Hallo, nun, William. Nun drücke ich doch. Ich bin der Erich Haag, der Erich der Haag. Der hat auch getan. Hallo. Ja. Hi. 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 Guten hallo. Guten Mittag. Nun kriegt jeder in seine Hand. Hi. Ja, was leuk. Ja, Hi. Hi. Iedereen die nog staat en nog een stoel wil hebben achterin, wees welkom. Ik zie daar nog heren en dames. Daar ligt ook nog verstopt. We gaan zo beginnen met deze persconferentie. Jullie weten waar die over gaat. De introductie en presentatie van Frank Wormuth. Frank. Je moet niet te veel lachen. Hè? Kijk eens. Wat heb jij voor haren? Goed. En wie is dit? Dit is Danny. Danny Buijs. Danny Buijs, ja. Ja. Klopt. En kijk hier. Dit ben jij. Dit is Brian. Brian. Wie is dit? Suarez. Suarez. Goed, Frank. Ja, ja, ja. Heel goed. Ik denk dat hij gesloten is. Oh nee. Dit is de kleedkamer. Mannen, zo niet! Ja. Goed zo. Ja? Ja, ik ben tevreden. Mooi. Wenn ich nun sage, nee, was ist dann? Bauer. Oh, muss großer sein. Ich habe so viele Menschen, die footballen. Ja, natuurlijk. Gaat maar niet langs. Ja, ik ben ga. Ja. Je moet kiezen om te regelen dat je voor de wedstrijd kunt komen. Perfect. Perfect. Goed. En dan gaat voor mijn collega aan jullie technisch directeur Mark Jan Verderens. Woehoe! Maar een groot applaus graag voor onze hoofdtrainer van de aankomende 3 jaar, Frank Wormuth. Yes. Toen ik gisteravond op mijn bed was, heb ik gedacht, wat is eigenlijk vandaag gebeurd? Gisteren gebeurd. Het was ongelooflijk, fantastisch georganiseerd.
Morgen. Na de presentaties voor collega's, media en supporters kan het nieuwe seizoen dan echt beginnen. Heel goed, moet ik zeggen. Logisch, niet anders verwacht. De jongens willen ook laten zien wat ze kunnen. Maar we hebben ze ook gestopt met hoge intensiteit. We hebben langzaam begonnen. Dan ook nog de weer. Dat is natuurlijk ook zoiets. Dat neemt ook kracht weg. Dat is heel voorzichtig. Kleine velden, niet grote velden gespeeld. Niet lange wegen gegaan, korte wegen gegaan. Heel veel rust. So, uiteindelijk zo als normaal zijn moet. Ich habe die ersten zwei Wegen habe ich allein bekeken alles, was gebührt hier eigentlich. Ich habe nicht viel gesprochen. Auch die Trainingen waren heel normal, nichts Besonderes. Noch nicht mit Baustenen so begonnen, ja, aber noch nicht so direkt. Ich wollte wissen, was lobt. Dann hat man auch noch Spielers gekriegt. Und dann sind wir eigentlich komplett gewesen in der Trainingscamp in Basinghausen. Und da habe ich dann begonnen, meine Werkweise auch der Laden ziehen und da habe ich begonnen, auch an der Regie zu werken. Alles mit Unterstützung von meinem Staff. Werkweise habe ich gehört, ist das, was ich getan habe. Logisch. Spielers waren, habe ich auch in der abgelaufenen Saison nicht so successful in der letzten Phase gewesen. Das bedeutet 7 Wettstreiter, Niederlagen, kein Overwinning. Dann nehme ich auch mehr in die neue Saison. Alle Wälder, neue Spielers kamen, man das mag nicht alt. Ich habe deutlich gesehen, dass wir in der Hierarchie Probleme haben. Bin ich herrlich ehrlich, die Jungs haben gesagt, wo lange trat, in welche Richtung wir ran. Das kann nicht sein, habe ich gesagt. Wir haben auch mit Pelopessi einen neuen, älteren Spieler geholt. Aber deutlich gesagt, wir müssen da auch nichts verändern, mit Verrips auch. Aber bei Duhlmann ist es ein Problem, auch Peter Leonberg ist auch ein guter Duhlmann, wie ist Nummer 1. Ja, das ist ein Problem natürlich in der Vorbereitung, mal qua Erfahrung und qua Leidenschaft. Ist auch für Rips natürlich auch jemand, der das kann. Pedro Pessi, Duarte, Melle Stille. So habe ich gesehen, okay, wir müssen mal nichts verändern. Ich habe in der Openbar-Altheit von der Hierarchie-Veränderung gesprochen. Und das ist natürlich, ihr nehmt jemand nichts weg, der jungen Spieler nichts weg. Und der alte Spieler geht hier nichts. Auch der Wierigwasser, der hat akzeptiert die Situation und kriegt dann mehr Verantwortlichkeit. Das ist natürlich auch möglich für beide Kanten, für die jungen und die älteren Spieler. Ich habe es umgedreht, wir haben es umgedreht, die Hierarchie. Und das kann nicht von einem Tag auf den anderen. Also die Spieler sind sehr fokussiert. Refokust auf die taktischen Dinge, die wir besprechen. Die sind allzeit klar, um zu footballen. Das habe ich gelernt. Elke Tag Trainingscamp soll neu sein. Facilitäten waren fantastisch. Alles gut genug, korte Wegen, Eden gut. Also es war, ich denke auch, man muss nicht allzeit in Beutenland gehen. Also Spanien, Österreich, Switzerland und sehr lange reiten. Um in den Trainingscamp zu kommen, das können wir auch mit Kortewegen tun. Und Basinghausen war es fantastisch. Und inhaltlich auch gut. Der Wettstreit in Hannover war es nicht so gut. Also qua Resultat, alles andere muss ich sagen, Kompliment war okay. Was je toen ook hoorde in de media, dat er een hele ontspannen sfeer hing. Eigenlijk waren hele positieve reacties vanuit Basinghausen. Ja, klopt. Ich habe nun tot nu gesprochen von einer Hierarchieveränderung und Teleurgestellung des Spielers. Ja, das ist alles im Achtergrund, lobt das.
ja, als Spieler auf dem Feld kam, dann haben sie Plaisir und spielen. Aber ich sehe dann auch, als ein alter Spieler, ein junger Spieler, jetzt sagt, und der sagt, komm ab, du mach ja euch ein Ding. Und dann sehe ich das, was die Beuten, die Menschen, die Beuten da nicht ziehen. Und das sind die kleinen Dinge, die ich gesehen habe und habe natürlich dann hingegräbt und habe gesagt, stopp, das ist der verkehrte Weg. Und als ich dann mit Kreuen lad, ihr nehmt Influt, dann ist es natürlich moeilijk. De voorbereiding onder leiding van nieuwe trainer Frank Wormoed verloopt wisselvallig. Uit bij Werder Bremen wordt er met 6-1 verloren. Ja, de voorbereiding is toch soortgelijk met de seizoen op dit moment. Ne? Het is wisselvallig. Wegen Werder Bremen verlies je 6-1 en dat is ongelooflijk. En dan win je spielt tegen Osasuna heel goed. En dan gaat de seizoen los, beginnt de seizoen en dan hebben we ook wisselvallig. Das ist eine Neuerung auf dem Moment mit der Blucht, dass sie qua Prestatie wisselfällig ist. Und was könnt ihr tun? Werken an der Basis, das habe ich altijd gesagt. Die Wisselvalligkeit, heeft dat te maken met het groepsproces dat op de achtergrond gaande is? Natürlich. Natürlich denke ich, die Menschen, ja, aber gerade auf dem Feld und ich spiele Fußball, ja, so ist es nicht. Sie nehmen ja auch dann Gefühle mit auf dem Feld. Und als jemand auf dem Feld von A nach B jetzt sagt, dann sagt BMX, komm ab, was vertell mir hier eigentlich? Haben wir auch in Bremen deutlich gesehen und gehört. Als ich einen Spieler vom anderen Spieler nicht gesagt, laden sechen. Und das habe ich auch gesagt, es war eigentlich haben wir parallel gewerkt. Bausteine werken und dann Hierarchie werken. Und Hierarchie sind allein, du bist der Bas und du bist nicht der Bas, ist auch der Akzeptieren. Getragen auf dem Feld, auch den Normen gesagt, so kann es nicht sein. Der Umgang mit den Spielern muss unter LK anders sein. Ja, natürlich haben wir da probiert, altijd, wir können jetzt sagen, so ist es nun. Und ja, wir haben auch einen Budenrangleist, komm hier zu laut. Und was, so fuck, die Menschen sind zu laut gekommen. Kann nicht sein. Und Disziplin beuten der Feld ist auch Disziplin auf dem Feld, verbinden der Feld. Da haben wir echt dran gewerkt. Und das dürft. Das können ja von da sehen, mal, ob die dann die Spieler dann tun. Und sie haben damit, ob sie jetzt schlecht reagiert, sie haben eigentlich so reagiert, als sie sein. Und nun kommt eine totale andere Manier und das dürft. Ich habe einen Kerl gesagt, hier in einem Interview, und nun sage ich noch einen Kerl, Manu, als ich nur die Bluch sehe, muss ich sagen, Kompliment. Wir haben die Hierarchie, wir haben die akzeptieren die Roles, noch nicht alle perfekt, weil sie wurden besser. Und auch qua Intensität sehen wir unter Thyssen viel, viel bessere Cyphers. Ja, Jungs, beginnen wir. The show must begin. Gut. Unabhängig von Mittag, können wir noch besprechen, was wir tun. Die Frage ist, wie ist es mit unseren Besprechungen? Wir krachen natürlich so wie geworden mit den Spielern auch haben. Das bedeutet Spielaufbau, Patronen, Ballkombination. Jagen, stopp. Fantastische Situation. Aber der Rest, alles beliebt hier, kommen, Leute, als in der heute kommen aus dieser Situation und Julistan hier ist ein großer Räumte. Es Leute, mit den Leuten, die werken, ja, die müssen auch werken. Komm, ja, Kandeln. Gut, 20 Minuten, ja, gerade auch. So, was nehmen wir mit? Wir sind auf einem guten Weg, logisch. Juli weder was direkt rück ist, noch nicht alle. Wir müssen die 3-4 Sekunden nach Ballverlies, muss man mit denen gebräuchen und Ball zurückhalten. Das ist belangreich. Jagen. Und dazwischen kommen die anderen auch richtigen Ball. Und dann ist in Sacken nicht mehr so, die Distanz ist nicht mehr so groß. Wir winnen eigentlich Energie dort direkt drückt durch einen Kehr kort krank. Counter, mit dem nach Ball winst, Counter, nachher direkt drückt, fantastisch. Counter platzen, probieren alter Counter zu platzen, mit kort lang, deutlich gesehen. Und als wir sehen, es gerade nicht, keep the ball, as long as possible, play football. Die Umschakelungssituation ist 100% probieren. 100% probieren. Well done, guys. Both teams.
Een stralende zondagmiddag en de bal gaat rollen in Groningen voor het seizoen 22-23. Het is FC Groningen thuis tegen Volendam. Groningen met een nieuwe trainer, met nieuwe verwachtingen. De 12e plaats van afgelopen seizoen moet dit seizoen overtroffen worden. Sterker nog, binnen 3 jaar moet Groningen Europees voetbal spelen. En als het dit seizoen al kan, dan is dat mooi. Maar op einde weten we ook, nieuwe trainer, nieuwe spelers, het duurt ook tijd. Ik denk altijd, we hebben iets veranderd. Het gaat niet om beter of slechter, het gaat om anders iets doen. Dat is tijd nodig, daarom is het fantastisch dat we vandaag beginnen. En dan weet ik hoe ver de ploeg is. Wat is het belangrijkste dat je veranderd hebt? Nou ja, afgelopen seizoen hebben ze heel vaak met een 5, achterhoede met 5 gespeeld. Nu spelen we met 4. Dan wil ik niet zo vaak de lange bal zien of Strand Larsen. Dat is het goed, dat is mogelijk. Maar de meeste keer wil ik ook dat die jongens voetballen. Und dan moet je ook meer aanbieden en niet alleen wachten op de tweede bal. Dat zijn zo automatismen die afgelopen seizoen alles oké waren. Maar deze seizoen willen we het veranderen. Dit is wat slordig. En dus de eerste kans en meteen een goal. 1 minuut en 35 seconden. Cyril Engonge doet het voor Groningen. Dat is nog eens een lekkere start voor de nieuwe trainer, voor Frank Wormoed. Engonge langs Benamar. Eiting probeert te corrigeren, maar daarvoor het doel. Strand Larsen helemaal vrij en 2-0. Na een 2-2 gelijkspel tegen Volendam en een 6-1 nederlaag tegen Ajax, wint FC Groningen thuis van Go Ahead Eagles. Een opluchting voor de supporters, maar niet voor Wormoed. Ik ben eerlijk, ik kan niet liegen, ik moet de waarheid zeggen. Het is een moeilijke groep. Een moeilijke groep. Ja, de spelers die echt proberen alles te geven. Maar basisgedrag, het lijkt normale jeugd. Maar dat is waarom ik zo op het veld ben, aan de lijn, en moet basisgedrag meedelen. En dan denk ik, dat kan doch niet zijn. Ze kijken meer naar buiten als naar binnen. De eerste weg naar een training is, ze gaan in de kleedkamer en kijken op de smartphone. Is daar iemand die iets zeggen wil tegen mij? Of YouTube kijken ze. Ongelooflijk. Ze leven eigenlijk niet meer in de realiteit, ze leven in de smartphone, internet. Dat is de generatie. Und das habe ich auch gestoppt. Zwischen On-Biden und Lynch ist verboten. In der Kleidkammer mit Smartphone. Da kann sie natürlich in Spielers Home, weil das mag nicht heute. Ich will dazu mehr mit LK praten, aber was sie eigentlich tun. Das haben wir auch verändert. Es sind viele Dinge, die wir verändert haben, aber das ist auch nichts, was wir verändert haben. Da sind sie auch zurückgestellt. So, und dann habe ich auch gesagt, als die Menschen so sein, dann muss ich auch jetzt in der Open Pass sprechen. Und wir haben Volendam, Komplimente, erst in 30 Minuten gut gespielt und dann haben wir noch 2-2, muss nicht sein. Ajax war es dramatisch, sagen die Menschen. Ich sehe dramatisch, das ist ein großes Wort, aber heute eigentlich ja, 6-1. Kann ich nicht erinnern, dass ich 6-1 als Trainer verloren habe. Auch die Werkweise auf dem Feld war nicht gut. Ja, und dann kam Go Ahead Eagles, gewonnen, aber auch da können wir gleich spielen. Und dann muss ich als Trainer es tun. Worten, laden ziehen, Clips und so fort. Ist nicht, dann muss ich jetzt tun. Deep Gang. Fantastischer Pass. Mag ich nicht. Jammer. Alles kein Problem. Nü, wer werken. Und nun wieder joggen. Nee, mehr Power. Aber ist okay. Wir haben den Ball. De woorden van Wormoed lijken doorgedrongen tot de spelers. Want een week later tegen NEC komt FC Groningen beter voor de dag. Wanorde achterin. Die wanorde resulteert in een redding van Sillissen op de inzet van Abraham. Laros Duarte. Oh, ho, 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 ho. Maar de ploeg blijft in de eerste maanden onder Wormoed wisselvallig. In de beginfase heb ik gedacht, ja jammer. Eigenlijk heb ik gedacht, het is makkelijker. Maar eigenlijk ook goed. En waarom? Dat is toch mijn werk, mijn werkwijze, met problemen te werken. Iets op te bouwen. Elke huis heeft natuurlijk ook een kelder. En die moet goed zijn, de kelder. En als de kelder goed is, dan kan je de rest ook opbouwen. Als de kelder niet goed is, heb je een probleem. En nu hebben we de kelder opgebouwd en dat staat. En nu kunnen we verder opbouwen. Alleen natuurlijk, zeg maar, voetbal ook op korte termijn. Het is belangrijk
Ausschlagen zu bringen, Resultaten zu bringen. Man meint, guck mal, ich weiß, der Sparta-Wettstreit war so eine Veränderung in vielen Menschen, die nicht begreifen, warum wir in Sparta so spielen. Wir haben 3-4-3 gespielt. Wir sind nicht in Offensiv gekommen, dadurch waren wir im 5-4-1. Meine Bedeutung war natürlich, 3-4-3 zu spielen. Und ich musste den Spielern auch lernen, warum, mit dieser Erfahrung. Diese Wettstreit war qua Cleverness, qua Slimheit vor den Zuschauern, allein vor uns Spielern, fantastisch. Warum? Wir können uns dann gegen Gegenstander und geben keinen Kanzen weg. Und als wir die 2 Fouten nicht tun, in der einen Phase, haben wir mal gewonnen. Und wir haben dann 11 Punkte und dann ob 7. Und das begreifen die Menschen natürlich nicht, weil sie prestieren, Wormut prestieren, laden mal. Ja, kommt, Geduld. Mal auf dem Moment ist auch ein Beti auch nach Resultaten, effektiv zu sein, Resultaten zu spielen. Und das war die Bedulding in Sparta. Und als noch ein Kerl, als wir diese dumme Fouten nicht tun, und wie noch viel aggressiv darüber, dann haben wir mal, sind wir auf 7. Und 7 ist ja diese Saison auch so ein Duel. Ich begreife der Unrüst von Menschen, mal die einen Prozess kennen, was so ein Prozess betekent, mit in Mantra total umzubauen, mit neuen Spielern, mit alten Getragen verändern, das ist nicht so mal, nun kommt das. Und ich bin überzeugt, in der zweiten Hälfte von der Saison ist da mal so da, so als wir willen. Und dann kommen die Menschen, die nun Kritik geben und sagen, hoffentlich auch Excuse.